Hi, ich bin Bianca von elterngeld.de und im heutigen Video zeige ich euch die 10 besten Möglichkeiten, wie ihr von zu Hause aus Geld verdienen könnt. Es gibt diverse Gründe, weshalb man sich für die Arbeit von zu Hause aus entscheiden könnte. Eventuell möchtet ihr auf Teilzeit umsteigen oder euren aktuellen Job gänzlich hinter euch lassen oder euch auch einfach nur etwas von zu Hause dazu verdienen. Wie dem auch sei, im heutigen Video möchte ich euch die 10 besten Möglichkeiten zeigen, dies zu tun. Erstens, Umfragen. Eure Meinung ist wichtig. In den letzten Jahren setzen viele große Unternehmen verstärkt auf Umfragen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen verbessern zu können und somit ihren Umsatz zu steigern. Ihr könnt euch online einfach bei den 10 größten Anbietern anmelden und achtet darauf, dass es seriöse Anbieter sind. Wir haben auf elterngeld.de eine Liste mit seriösen Anbietern für euch zusammengestellt. Den Link packe ich euch in die Infobox unter diesem Video. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ihr bekommt dann Umfragen zugeschickt, die zu eurem Profil passen und müsst diese einfach nur ehrlich beantworten. Der Zeitaufwand pro Umfrage liegt bei ungefähr 5 bis 30 Minuten und bei der Entlohnung variiert das ganz stark je nach Anbieter oder Zeitaufwand. Man kann sagen, dass ihr pro Umfrage in etwa 1 bis 15 Euro dazu verdienen könnt. Insgesamt könnt ihr, wenn ihr bei verschiedenen Anbietern online angemeldet seid und fleißig dabei seid, gut und gerne mal 200 bis 400 Euro im Monat dazu verdienen. Zweitens, Produkttester. Produkte testen und bewerten. Wollt ihr zu den Ersten gehören, die neue Produkte kennenlernen oder wollt ihr eventuell Produkte, die bereits auf dem Markt sind, einfach auf Herz und Nieren testen und dann eure Meinung dazu abgeben? Dann könnte der Job des Produkttesters eventuell etwas für euch sein. Ihr bekommt Produkte nach Hause geschickt und sollt diese dann einfach testen und eure ehrliche Meinung dazu abgeben. Auch hier gilt es, dass es sinnvoll ist, sich bei mehreren Portalen online anzumelden, da ihr dann einfach mehr monatlich dazu verdienen könnt. Auch hier haben wir auf elterngeld.de eine Liste für euch bereitgestellt, damit ihr nicht lange suchen müsst und einfach direkt die großen und seriösen Anbieter ausfindig machen könnt. Drittens, Blogger. Mit dem Handy Geld verdienen. Das hört sich erst einmal so schön und einfach an, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ist das wirklich ganz schön zeitaufwendig. Ihr habt ein bestimmtes Hobby oder möchtet selbst über euer Leben oder euren Lifestyle berichten, dann könnt ihr euch einen Blog einrichten und andere an eurem Leben oder an diesem bestimmten Thema einfach teilhaben lassen. Das heißt, ihr postet Bilder und Videos und schreibt Artikel zu einem bestimmten Thema und animiert somit andere, euch zu folgen. Je lebhafter es auf einem Blog zugeht, desto besser und desto mehr Follower werdet ihr haben. Ihr benötigt zwar keine speziellen Vorkenntnisse, um als Blogger zu arbeiten, aber ihr solltet euch wirklich gut mit dem gewählten Thema auskennen, denn wenn das nicht der Fall ist, dann werden das die Leute ganz schön schnell merken und ihr werdet vermutlich nicht besonders erfolgreich mit eurem Blog sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, als Blogger Geld zu verdienen, zum Beispiel über Linkverkauf, über Affiliate Marketing, über Werbeeinnahmen oder auch bezahlte Artikel. An sich ist es erstmal kostenlos, mit dem Bloggen anzufangen. Es gibt kostenfreie Anbieter, um sich online einen Blog einzurichten. Kosten, die eventuell auf euch zukommen könnten, sind Kosten für spezielle Layouts oder Themen. Und wenn man es etwas professioneller angehen möchte mit dem Bloggen, dann sollte man auf jeden Fall auch einen eigenen Server oder eine Domain mit einplanen. Das kann dann auch mal Geld kosten. Hauptsächlich benötigt ihr aber wirklich viel, viel Zeit und viel Hingabe für das Thema, das ihr euch ausgesucht habt. Der Verdienst variiert hier ganz stark. Es gibt Menschen, die mit ihrem Blog monatlich einen Verdienst von mehreren tausend Euro, also im vier- bis fünfstelligen Bereich erzielen können. Das ist allerdings wirklich die Ausnahme. Aber wenn ihr kontinuierlich dabei seid und Spaß an der Sache habt und etwas Hingabe zeigt, dann könnt ihr gut und gerne einige hundert Euro mit eurem Blog im Monat dazu verdienen. Viertens, Datenerfasser.
bringt Ordnung in Daten. Wenn ihr ein Händchen für Organisation habt und euch lange Listen, die irgendwie gepflegt oder abgeändert werden müssen, nicht abschrecken, dann könnte der Job des Datenerfassers etwas für euch sein. Eure Aufgabe ist es, zum Beispiel Adressen zu erfassen oder Mitgliederdaten zu verwalten oder zu bearbeiten, Fragebögen auszuwerten, und mit den nötigen Vorkenntnissen könnt ihr zum Beispiel auch Interviews in eine gewünschte Form bringen oder auch Tonmitschnitte aufschreiben. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ihr solltet natürlich ganz gute EDV-Kenntnisse besitzen, um einfach mit den jeweiligen Tools umgehen zu können. Die Bezahlung reicht hier von Centbeträgen bis zu mehreren Euros. Das variiert ganz stark je nach Datensatz, je nach Umfang oder auch der jeweiligen Plattform, auf der ihr da angemeldet seid. Auf unserer Website haben wir auch hierfür nochmal eine Liste mit möglichen Online-Plattformen für euch bereitgestellt. Schaut einfach mal in die Infobox unter diesem Video, da habe ich den Link für euch bereitgestellt. Fünftens, Texter oder Übersetzer mit Leidenschaft fürs Wort. Ihr habt ein Händchen für gut geschriebene Texte oder vielleicht sogar eine Ausbildung in diesem Bereich oder eine Ausbildung als Übersetzer, dann könntet ihr von zu Hause aus als Texter oder Übersetzer arbeiten. Der Aufgabenbereich eines Texters ist sehr, sehr vielfältig. Ihr könntet zum Beispiel Texte erstellen für Websites, für Flyer oder für Reklamen. Ihr könntet Anschreiben verfassen, manchmal sogar an E-Books mitarbeiten oder auch Slogans für die Werbung verfassen. Als Übersetzer transferiert ihr Texte in eine andere Sprache. Eine Ausbildung ist nicht unbedingt erforderlich, wird aber sehr, sehr gerne gesehen. Aber Hauptsache ist es, dass ihr wirklich hervorragende Kenntnisse in Bezug auf Grammatik, Rechtschreibung, Ausdruck besitzt und einfach wirklich gute, qualitativ hochwertige Texte verfassen könnt. Die Bezahlung variiert hier auch sehr, sehr stark, je nachdem, ob ihr selbstständig arbeitet oder für eine Agentur. Manchmal wird man als Texter oder Übersetzer pro Wort bezahlt, manchmal pro Zeile. Oder ihr legt pauschal einen Gesamtpreis für das jeweilige Projekt fest. Es gibt online diverse Jobbörsen, bei denen ihr euch erkundigen könnt. Auch hierfür haben wir natürlich einen Link für euch in der Infobox bereitgestellt. Sechstens, Programmierer. Euer technisches Wissen ist hier gefragt. Programmierer sind heutzutage gefragter denn je und werden demnach auch wirklich sehr, sehr gut vergütet. Zu den Aufgaben eines Programmierers gehört zum Beispiel das Erstellen von Softwares oder von Anwendungen und Programmen oder die IT eines bestimmten Unternehmens einfach zu pflegen oder zu bearbeiten oder unter die Lupe zu nehmen. Ihr könnt Softwares testen, also das ist wirklich ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Ein Informatikstudium ist hier fast unerlässlich, denn es gibt natürlich auch in diesem Feld große Konkurrenz. Aber gut ist es natürlich auch, wenn ihr Referenzen schon vorbringen könnt und selbstverständlich die gängigen Programmiersprachen beherrscht. Der Stundenlohn eines Programmierers liegt meistens im zweistelligen Bereich, das heißt ungefähr 50 bis 70 Euro. Das ist also wirklich ein sehr, sehr guter Stundensatz. Ihr könnt euch entweder direkt bei Unternehmen bewerben oder auch hier auf Online Jobbörsen zurückgreifen. Welche das sind, ihr werdet es fast erraten, habe ich für euch in der Infobox hier unter diesem Video bereitgestellt. Siebtens, Grafikdesigner. Die bildliche Gestaltung ist euer Steckenpferd, dann könnte der Beruf des Grafikdesigners etwas sein, was ihr von zu Hause aus ausüben könnt. Ihr könnt als Grafikdesigner in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten, zum Beispiel in der Werbung oder der Website-Gestaltung oder auch der Gestaltung von Flyern oder Plakaten. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Eine Ausbildung ist hier definitiv eine gute Basis, aber nicht unbedingt erforderlich. Wenn ihr wirklich gute Referenzen vorbringen könnt, dann kann es auch sein, dass eure Arbeit gefragt ist, ohne dass ihr eine Ausbildung in diesem Bereich habt. Wichtig ist einfach, dass ihr ein wirklich, wirklich gutes Auge für Ästhetik und Komposition habt und natürlich den Umgang mit den nötigen Tools beherrscht. Der Verdienst variiert auch hier sehr, sehr stark, je nach Auftrag und nach Umfang des Projektes und auch nach eurer Erfahrung. Meistens beginnt man mit einem Stundenlohn
Stundensatz von etwa 20 Euro. Wenn man aber sich bereits einen Namen gemacht hat oder besonders viel Erfahrung hat, dann kann der Stundensatz auch gerne mal bei 100 Euro liegen. Das variiert also wirklich sehr, sehr stark. Es gibt verschiedene Jobbörsen, bei denen ihr euch anmelden und erkundigen könnt. Auf unserer Website haben wir auch hierfür eine Liste für euch bereitgestellt und auch dafür findet ihr den Link in der Infobox unter diesem Video. Achtens, Usability Tests. Ihr testet die Funktionalität. Ihr als potenzieller Nutzer helft Unternehmen, ihre Website oder ihre App oder diverse Programme zu verbessern, indem ihr sie einfach nur testet auf ihre Funktionalität. Es bringt einem Unternehmen nichts, wenn Kunden mit der Usability unzufrieden sind. Es ist aber sehr, sehr schwierig, das Kundenverhalten wirklich nachvollziehen zu können. Und da würdet ihr dann ins Spiel kommen. Die Software soll für jeden verständlich sein und leicht zu handhaben. Das heißt, ihr braucht keine besonderen Vorkenntnisse, denn das Unternehmen möchte ja wissen, wie ein ganz normaler Kunde mit dem Programm oder der Website oder der App umgehen kann. Natürlich ist es von Vorteil, wenn ihr ein paar Skills in diesem Bereich habt, aber eben wirklich nicht zwingend notwendig. Wichtig ist, dass ihr über einen Computer oder ein mobiles Endgerät verfügt, auf dem ihr dann die jeweilige Software oder das Programm oder die Website prüfen könnt. Je nach Komplexität der Tests kann die Vergütung hier recht hoch sein. Man kann ungefähr 25 bis 80 Euro pro Test ansetzen. Das ist durchaus üblich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie komme ich denn an diese Jobs? Überraschung, auch hierfür haben wir auf unserer Website eine Liste für euch bereitgestellt. Neuntens, der virtuelle Assistent. Immer da sein, wenn's brennt. Ihr habt ein Händchen für Organisation und möchtet von zu Hause aus am Computer oder am Telefon arbeiten, dann kann der Beruf des virtuellen Assistenten oder der virtuellen Assistentin eventuell etwas für euch sein. Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Assistentin in einem Büro. Das heißt, ihr übernehmt Aufgaben wie telefonieren, Termine planen, Reise buchen, Meetings koordinieren oder auch die Pflege von diversen Daten. Nur, dass ihr eben nicht vor Ort seid, sondern das Ganze von zu Hause aus ganz flexibel übernehmen könnt. Es gibt hierfür keinen speziellen Stundensatz, aber meistens fängt das ungefähr bei 8 Euro die Stunde an. Nach oben hin sind allerdings hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Das heißt, es kommt ganz aufs jeweilige Unternehmen an. Eine Ausbildung ist wünschenswert, aber auch hier kein Muss. Ihr könnt euch entweder selbstständig machen in diesem Gebiet oder euch auch hier online bei verschiedenen Vermittlungsportalen schlau machen und dort einfach nachschauen, wo eine virtuelle Assistentin oder ein virtueller Assistent benötigt wird. Der 10. und letzte Tipp für heute ist Facebook, Instagram, YouTube und Co. Es geht also um die sozialen Netzwerke. Die sozialen Netzwerke haben mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stellenwert in dem Leben der meisten von uns eingenommen und natürlich lässt sich auch hier Geld verdienen. Ihr könnt euch einen Account aufbauen, der sich entweder um euch als Person dreht, das heißt, ihr versucht als Influencer bekannt zu werden, oder ihr macht das Ganze zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Fitness oder Ernährung oder Kunst. Wichtig ist die Authentizität, das heißt, ihr könnt euch nicht einfach irgendein Thema aussuchen, was bei Instagram zum Beispiel ganz gut funktioniert, sondern es sollte ein Thema sein, ähnlich wie beim Bloggen, wofür ihr wirklich eine Leidenschaft habt, womit ihr euch wirklich gut auskennt. Denn alles andere wirkt dann irgendwie unecht und gespielt und damit kann man leider dann auch einfach keinen Erfolg haben. Das heißt, sucht euch wirklich ein Thema aus, wo ihr dahinter steht und wofür ihr eine Leidenschaft habt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man über die sozialen Netzwerke erfolgreich werden möchte, ganz viel Zeit da reinsteckt. Das heißt, sieht immer so leicht aus, ach ja, mit YouTube, Instagram oder Facebook Geld verdienen, das kann ja jeder. Im Grunde schon, aber ihr müsst wirklich diesen Zeit- und Aufwandsfaktor nicht unterschätzen, der da dahinter steckt. Wichtig ist, dass ihr eine originelle Idee habt, denn es gibt natürlich schon viele Menschen, die mit YouTube, Instagram oder Facebook Geld verdienen und ihr müsst euch irgendwie aus der Menge hervorheben. Das heißt, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal euch überlegen, damit Leute euch folgen möchten. Mit zunehmender Followerzahl wird es dann irgendwann sinnvoll, entweder Werbung zu schalten oder mit anderen Unternehmen zu kooperieren.
YouTube hat Menschen zu Millionären gemacht, das ist wahr, aber bitte seid euch darüber im Klaren, dass das die absolute Ausnahme ist. Ihr könnt, wenn ihr fleißig und engagiert dabei seid, monatlich im 3- bis 4-stelligen Bereich wirklich was dazu verdienen, aber das ist dann wirklich schon ein richtiger Fulltime-Job, also unterschätzt das bitte nicht. Generell kann man sagen, dass bei YouTube zum Beispiel pro 1000 Videoaufrufe ungefähr 1 Euro verdient werden kann, also nur, dass ihr mal das Ganze in Relation setzen könnt. Bei Facebook und Instagram variiert der jeweilige Marktpreis je nach Zielgruppe und auch nach Followerzahl. Ihr könnt euch also, wenn ihr wollt, sofort online anmelden bei der jeweiligen Plattform und loslegen. Aber wie gesagt, unterschätzt einfach nicht den Zeitaufwand, der hinter solch einem Account steckt. So, das war es auch schon für heute von meiner Seite. Ich hoffe, dass euch das heutige Video gefallen hat und ihr ein paar hilfreiche Tipps und Tricks mitnehmen konntet. Wenn dem so ist, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert, um auch in Zukunft keine Videos mehr von uns zu verpassen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Bianca von elterngeld.de.